Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Levy mit unserem Rohr am Start. Ja, hallo. Und noch nebenbei wieder den Livestream am Laufen. Beziehungsweise immer noch, weil wir befinden uns ja immer noch in derselben Aufnahmesession. Und auch nochmal einen herzlichen Grüße da an die Zuschauer da des Livestreams. Ja. So, wir haben jetzt hier ein Mais-Schneidewerk geholt. Mit dem dürfte das auf jeden Fall jetzt gehen. Ach, ist echt zum Kotzen, ne? Also, ich frage mich echt, wozu wir uns da den Krone jetzt geholt haben. Aber keiner hat hingeschaut, ja. Nö. Na, im Krone hast du das nicht gesehen. Ja, ich habe aber nicht hingeschaut. Ich habe nur mich gefreut, oh, so viel drin und dies und das, aber... Dass da, ja, Hexekute steht. Ah ja, so ist das, ne? Na dann, probiere mal. Und guck gleich, was drin steht. Oder kannst du es einstellen, ne? Glaube nicht. Ach, musst du erstmal Maschinen wechseln. Eher kann ich es doch nicht anschalten. So. Ist aber ziemlich klein. Du hast den gemoddeten geholt, ne? Ja, freilich. Na, jetzt, ja. Da hätten wir den Vanille holen können, da wäre mehr reingegangen. Jetzt geht's, jetzt Körnermais. Körnermais? Ne? Mach mal dein, das hört sich jetzt gleich verkehrt an, dein Ohr. Das hört sich wirklich verkehrt an. Da ich doch. Ach so, müssen wir weiter auseinanderfahren. Ja. Ah, es ist gelb. Jetzt kommt um Mais, nein, ne? Jetzt steht hier Mais. Das ist ärgerlich, so viel wie wir jetzt abgehäckselt haben hier. Ja, dann lasse ich dich erstmal fahren, so. Ja, kann ich mein Rohr wieder einfahren. Da kann man ja doch den anderen verkaufen, ne? Den Krone mit Schneidewerk, definitiv. Okay. Da würde schon sagen, holen wir ein größeres Schneidewerk, nicht da, und zwar das Vanilla, das größte davon. Ja, da hast du aber wieder ein Problem mit dem Mod, aber ich habe da noch einen anderen. Nee, passt ja drauf. Ja, der passt zwar drauf, aber kann es passieren, dass der nicht mehr so schnell fährt, weißt du, weil er wird auch. Ich fahre den doch selber. Und so schnell verstoppt er da nicht bei Mais. Meinst du? Ja, ich werde mal schauen. Bin jetzt erst zu 13% full. Was ist echt zum Kotzen, du. Ja, zuklappen. Ja. Ah, da kann ich auch wieder in die Innenperspektive gehen hier. So. Gut, um Silage zu machen, wäre das eine Bombensache, ne? Ja klar, aber Silage haben wir ja theoretisch auch noch genug da. Ja. Okay, dann verkaufen wir das alles mal. Verkaufen und verkaufen. Okay, Kamera 4 und 5 sind nicht angeschlossen. Die sind also nicht so kompatibel mit dem Maisschneidewerk. Gut zu wissen. Willst du wirklich das andere Schneidewerk haben? Ja. Hättest du da auch nur 4,5 Meter? Das größte davon? Ja. Hä? Ja. Auch so ein größeres. Nein. Moment, jetzt guck ich mal. Na. Oder vom Watt her. Nee, das war Vanilla. 6 Meter. 6 Meter, hä? 12 Meter, das rote. Hm? Das Capello. Vanilla oder Watt? Vanilla. Das rote Capello, das ist 12 Meter lang. Kapelle? Mhm. 3 Meter. Ach ja, doch. Siehst du? Soll ich sie kaufen? Kannst du machen? Dann hol ich's mir gleich ab. Welche Farbe? Kannst du Farbe echt aussuchen? Ja. Cool. Ja, würde ich sagen, versuch mal so einen grün zu holen, wie jetzt hier der Case ist. Oh, was war das für eine Farbe? Die hier. Hm? Ach, was schon schief. Damit es ungefähr so passt. Bin fast da.
Ich habe aber gar nicht geschaut, für was das da ist. Was? Wie? Mais. Ja? Okay. Passt. Okay, passt. Hat man alles. Nur gesehen, dass das ein Maisschneidewerk ist? Ja, aber ich gucke da jetzt lieber. Wo bist du? Roro, wenn du mal bei den Vanilla guckst, da steht auch bei dem für Krone, ne? Dass es für Mais ist. Ja, eigentlich ja? schon. Sonst hätte dort der Häckselgut stehen müssen. Oder ist das Häckselgut ein Mod? Ne. Ah, das ist Vanilla, ist das Häckselgut oder egal. Was? Oh, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Habe ich das gerade gesehen? Hast du BGA gefüllt oder noch nicht? Die BGA hatte ich gefüllt gehabt, ja. Da habe ich mich jetzt verguckt. Wie viel ist denn noch? 16.000? Na, die arbeitet ja jetzt die ganze Zeit. Da kann ich aber was reinfüllen. Da sind ja jetzt schon 4.000 weggekommen davon. Na, Tees, den Krone am besten verkaufen mit Schneidewerk und dann holen wir uns am besten noch einen Case oder so. Du, den Krone habe ich schon lange verkauft. Achso. Reicht es dann noch für einen Glas? Nein. Ich habe 90.000. Oh. Das Schneidewerk hast du aber auch verkauft gehabt, oder? Oder wie viel Geld hast du noch? Na, 140.000. 140.000, das reicht nicht. Was kostet so Glas? Genug, 300 noch was. Oh. Ja, da kauen wir jetzt ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ja, kriegen wir schnell. Mensch. Aber wenn wir uns dann später von dem Ertragfleisch noch ein Glas holen, dann dürfte das alles etwas schneller gehen, denke ich mal. Hast du jetzt das Ding geholt oder nicht? Ich bin auf dem Weg. Du tuckerst noch da hinten herum. Ja klar. Ich habe jetzt mal die Ernte abgeschalten, um da schneller dahin zu kommen. Mein Mauspad verrutscht jedes Mal, das zum Kotzen gerade. So, erstmal ein Schlückchen Kaffee weiternehmen. Kommt dir mal entgegen. Kannst dann gleich abtanken. Ja, 90% voll. Fahr mal dein Ding da aus. Passt doch. Das ist doch fast dieselbe Grünton. Geht doch. Ja, gut. Hätte ich doch den anderen nehmen müssen. Ja, scheiß drauf. War das schon alles, ja? Ja. Was hat es? Okay. Kommt nicht so viel raus, oder? Ich wollte es aber noch nicht verkaufen. Ich wollte erstmal austesten. Na, häng's doch an, danke. Sonntagsfahrer. Nein, Mittwoch. Ja, das sieht doch schon mal besser aus hier. Jetzt bin ich mal gespannt. So, nun. Le Mais. Und? Auslastung 81% höchstens. Woher kommt dann immer der Auslastung? Also geht's doch, ja. Ja, gut, gerade waren wir auf 100. Na gut, du hast ja noch nicht die ganze Breite. Ja, die hab ich jetzt gerade verkürzt etwas. Wenn du da mal so ein kleines Stück freilässt, geht das.
Dann kommt er eigentlich auch nie auf die 100. Sag mal, ist das eine Feld hier schon fertig? Das ist fertig, das wächst noch. Erntereif, die anderen. Ja klar, es sind eigentlich alle erntereif. Deswegen sagte ja, ich ja, wir bräuchten dringend noch einen Glas oder so. Außer Kartoffeln. Warte mal, wenn wir mal kurz gucken bei Erntemaschinen Vanilla. 105.000. Überweis mir mal so bitte New das Holland ganze Geld. 150.000. Warte mal, ich gucke mal, wie viel der TC590. Das ist jetzt hier der 150. Kostet, wie viel kam das jetzt? 270. Der kostet. Da könnten die nämlich auch schon mal ein bisschen arbeiten. 150. 235. 230, warte mal. Kann man noch ein bisschen was ändern? Laien. Da brauchen wir ja noch Schaltwerke. Haben wir doch da. 281. Da muss ich aber den Mod nehmen, ne? Wie den Mod? Den Mod halt. Den gemoddeten Glas oder was? Ja. Weiß ich nicht. Mit Kette oder ohne Kette? Aber ich kann nur den kleinen, also nicht den großen. Mit oder ohne Kette? Das ist, glaube ich, ein bisschen egal, oder? Ist auch, ja. Holen wir mal ohne Kette. Wir haben ja schon mit Kette. Und dann machen wir mal eine ohne Kette. Genau. Ja, machen wir. Genau, machen wir. Schon wieder Bedrängnis bei uns hier auf dem TS. Quasar, Mario, Quasar. Für was ist denn der? Nicht, dass wir jetzt doch den falschen kaufen. Das ist nämlich für den Wario. Wario. Ist eigentlich alles Wario, ja. Also ist das egal. Nee, ich gucke nur hier. Ich denke, du hast jetzt ein Glas. 600. Ein Schneidewerk für ein Glas haben wir doch da. Brauchst du bloß anhängen? Ja. Ja, passt schon. Also kaufe ich den. Oh, ich bin jetzt zu 83% voll und Slack gerade hier auf dem Server. Echt? Hast du wieder was gekauft gerade? Ja, was habe ich denn gerade gekauft? Oh, Slack gerade. Toll, jetzt habe ich überall schon Mais drin. Also, Oh, ja. 95%? Den. 96? 97? Den. Wo bleibst du? 98? 99? Ich sollte dich noch abtanken oder was? Ja, freilich. Wo bist du? Ach, da hinten auch noch. Ja, Arbeitspause, kann nichts mehr machen. Seht ihr, Leute, es liegt wieder am Rohr. Rohr mal wieder nicht da. Okay, verlass auf den. Ja. Du musst ja auch gerade da hinten stehen bleiben oder voll werden. Ich hab dir auch vorher schon Bescheid gegeben. Da war ich noch nie hier hinten. So, bitteschön. Ja, wird auch mal Zeit. Ach, da war er gerade. Ach, jetzt muss ich nochmal durchswitchen. Meine Güte. Bam, bam. Da war er. Da ist er. Von innen müsste der ja fast genauso aussehen, ja. Wo hast du das Schneidewerk überhaupt? Das andere Schneidwerk hier kann ich ja verkaufen, ne? Welches andere? Okay, verkauft. Welches andere? Das Mais. Jo. Wo hast du das andere Schneidewerk hier von dem Glas? Das ist hinten beim Felde, wo der Glas auch stand. Wo der Glas stand? Jo. Auf der Wiese hab ich's abgestellt, damit es nicht auf dem Weg liegt. Okay, da müssen ja. Also eigentlich leicht zu finden. Gut. Ich glaube zwischen zwei Traktoren. Ach, das Ding fährt ja gerade mal 20. Oh. Kann ein bisschen länger dauern. Aber wir wissen sowieso gleich am Folgenende. Jo. Wer war dran? Ich war. Ja. Ich war da dran. Hä? Oder warst du dran? Bist, ja, nee, du. Ich? Gut. Ja. Gut, hat man das auch geklärt. So.
Ich würde schon sagen, wenn der Trakteur mit den ganzen Hängern voll ist, hinterbringen zur Eisenbahn. Dann schicken wir die Eisenbahn weg, dann gibt es nochmal Zusatzkohle. Und das auch nicht gerade zu wenig. Gerade jetzt bei den Ausgaben, die wir jetzt schon wieder hatten. Bis der Trakteur ja voll ist, das dauert noch. Ja klar. Die aber, ganzen Anhänger und so. Aber dann sollten wir es doch eher erstmal dahinter bringen, weißt du? Also Merketit kann man jetzt nicht mehr aufnehmen. Das also komplett ausgeschöpft? Ja. Okay. Ja, den tilgen wir eigentlich auch wieder ganz schnell, denke ich mal. Ja, okay. Aber du bist jetzt immer ziemlich schnell hingekriegt. Ich denke mal spätestens, wenn wir das Mais verkaufen. Möglich. Wahrscheinlich auch mit der kompletten Ladung dann im Trakteur. Oh, wie hast denn du das hier abgestellt? Nein, okay. Ja, du brauchst ja bloß ranfahren und aufsammeln. Ja, aber... Statt das da gleich liegen lassen hättest, nein. Hab's da liegen lassen? Ja, aber direkt am Feld. Brauchst du ein Taschentuch? Nein. Okay. Ich hab mein eigenes. Gut. Okay. So, liebe Leute, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.